So sehen gebrauchte verschlissene Pleuellager aus im Vergleich zu oben neuen Pleuellagern. Und da wir jetzt momentan den S54 Motor hier bei uns in der Inspektion gehabt haben, werden wir bei dem Motor jetzt also auch die Pleuellager wechseln. Und wie wir sehen, wir haben schon die passenden Lager für oben und für unten, die unterschiedlich sind, vom BMW besorgt. Die dazugehörigen Pleuellagerschrauben hier. Ein paar Kleinteile bauen wir noch mit dazu, natürlich die Ölbanddichtung. Und in dem Video geht es eben um den M3 oder in dem Fall Z4 M-Motor S54 B32. Und wir fangen an mit dem Montieren der Brücke über den Motor, dass der Motor festgehalten wird, dass wir die Vorderachse ablassen können. Und die wird eben hier in dem Bereich montiert, auf der rechten und auf der linken Seite. Einmal dort haben wir auch schon den Waschwasserbehälter lose geschraubt, dass dann hier eine kleine Verbindung aufgebaut werden kann, die drüber gelegt wird. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Dann können wir unsere Montagebrücke montieren und den Motor ein klein wenig nach oben heben. Das Erste, was wir jetzt gemacht haben, wir haben uns diese Motorbrücke über dem Fahrzeug angebracht. Und zwar haben wir jetzt hier seitlich dafür zwei Winkeleisen angefertigt, die hier in dem Bereich ein bisschen ausgespart sind, damit er hier nicht am Metall anstehen. Und die müssen nämlich von hier nach hier rüber gehen, weil in der Mitte ist nämlich eine kleine Lücke bei diesem Modell, beim Z4M. Beim M3 kann es wieder komplett anders ausschauen. Ich glaube, der hat nämlich diese Lücke gar nicht. Eventuell, wenn er es doch hat, genau das Gleiche machen. Und wie man hier nochmal sieht, das verbindet also von der Schraube unten drunter, ist eine Kotflügelschraube in dem Bereich. Und die nächste ist dann hier oben in dem Bereich. Und in diesem Zwischenstück muss sozusagen eine Metallverbindung sein, dass wir dann die Montagebrücke hier festmachen können. Dann kann man hier das Ganze am Motor direkt einhängen, an der Öse und ein klein wenig schon auf Zug gehen. Somit ist der Motor jetzt schon mal ein klein wenig gesichert. Und was wir als nächstes machen werden, sind auch zuerst einmal die Motorlager oben lösen. Die befinden sich nämlich eigentlich auch ganz gut sichtbar hier, nämlich von der oberen Seite auf jeden Fall lösen wir sie schon mal auf beiden Seiten. Und dann können wir den Motor auch ein klein wenig höher anheben und danach auch gleich hier den Ölmessstab von der Sauganlage befreien. Die Motorlager tun wir an der Oberseite nur lockern, die Muttern. Das heißt, die lassen wir so. Wir haben da ein kleines Gelenkstück vorne hingemacht, Schlüsselweite 16. Und nur unten werden wir dann, wenn wir am Vorderachssteger dran sind, die Mutter komplett herausziehen. Dann machen wir jetzt den Ölmessstab von der Sauganlage lose. Schlüsselweite 10, die schöne Mutter hier aufdrehen und dann einfach den Ölmessstab so hängen lassen, weil da machen wir nämlich gleich unten an der Ölwanne das Endstück von dem Peilstab auch noch weg. Und genau, einfach so liegen, hängen lassen, genau, das passt. Nämlich hier drüben an der Ölwanne sieht man nämlich noch ein paar Sachen, die uns stören werden. Nämlich genau hier sieht man eine Mutter, das ist die Halterung vom Ölmessstab. Die werden wir jetzt gleich rausdrehen und auf der danebenliegenden Seite ist da noch so ein Überlaufschlauch hier drauf und den werden wir dann gleich abziehen. So, jetzt können wir den Ölmessstab ein klein wenig rauf und runter ziehen. Einfach komplett raus, den können wir dabei jetzt noch hängen lassen, solange die Ölwanne noch montiert ist. Hauptsache, sie ist lose. Hier nebenan haben wir, wie gesagt, den Verschluss schon geöffnet von der Rücklaufleitung hier und hier drunter ist noch eine kleine Klemme, wo der Kabelbaum hier eingehängt ist, den kann man einfach lösen, dass nachher der Kabelbaum einfach zum Rausklipsen ist. Und das waren die ersten Vorarbeiten, was man von oben schon machen kann. Wir bauen jetzt im unteren Bereich zunächst mal diese Versteifungsplatte ab und natürlich haben wir in der Zwischenzeit schon hier das Öl ablaufen lassen. Und diese Versteifungsplatte ist mit 8 Schrauben festgemacht, M10. Ganz wichtig, diese müssen nach der Montage der Versteifungsplatte auch wieder ausgetauscht werden. Also man darf nicht die alten wieder verwenden und mit einem festgelegten Drehmoment und Drehwinkel wieder festgezogen werden. Also das als Information vorab schon mal, neue Schrauben besorgen und dann den richtigen Drehmoment, was wir dann auch sagen werden, wieder montieren, diese Versteifungsplatte. Also das sind 4 Stück hier vorne. Und dann hier auf der linken Seite sind 2 und auf der gegenüberliegenden Seite sind auch nochmal 2. Und wenn alles draußen ist, können wir die Platte abnehmen. Nur noch hier hinten ist eine Halterung. Kleine Schlüsselweite 10er. Der Schrauber steckt da noch drin.
und dann das ganze Ding runternehmen. Und nur bei der Montage eben aufpassen, dass man die Schrauben nicht wiederverwendet. Die Versteifungsplatte ist jetzt weg und jetzt hat man auch schon einen guten Blick auf die Ölwanne. Und jetzt geht es als nächstes hier weiter mit der Lenkspindel. Hier haben wir die Schraube, die runter geht zum Lenkgetriebe, die Verbindung herstellt. Die drehen wir jetzt einfach komplett raus. Auch die wieder ganz wichtig erneuern, nicht die alte verwenden. Und das Schöne ist eben bei den Z4M, man hat richtig viel Platz im Motorbereich. Es ist nichts verbaut und man kommt überall gut hin. Die geht schwer raus, weil die eben vorne gesichert ist mit so einem Sicherungsmittel. Und die muss man auch komplett rausziehen. Und dann kann man die Lenkspindel dann herunterlassen, hier von der Vorderachse, die wir hier sehen, Vorderachsträger besser gesagt, dann auch herausnehmen vom Lenkgetriebe. Kann man kurz zeigen, wie die ausschaut, genau. So sieht sie aus. Ja, hier vorne sieht man auch die etwas andere Farbe von diesem Dichtmittel, von diesem Sicherungsmittel. Also die auf jeden Fall nicht mehr wiederverwenden. Was hier auf der Seite natürlich stört, ist die Servopumpe, die Flügelpumpe hier. Die werden wir jetzt einfach mal vom Motor abbauen. Dazu beginnen wir mit dem Abbauen des Riemens, des Kaliperriemens. Und zwar haben wir hier oben die Spannrolle. Da ist ein kleiner Deckel drauf, den kann man einfach raushebeln. Ein bisschen mit einem flachen Schraubenzieher hier unten reingehen. Und dann kommt der raus, genau. Und dann haben wir drunter einen Imbus. Kann man dann hier die Spannrolle ein bisschen nach drüben drücken. Genau, jetzt entspannt sich der Riemen und dann kann man einfach hier den ausfädeln. Ganz wichtig vorher nochmal anschauen, wie läuft der Riemen eigentlich. Also die kompletten Rollen nochmal vergleichen, wie sie entlang gehen. Und jetzt haben wir die Flügelpumpe hier schon befreit und können dann auch gleich hier hinten weitermachen mit dem Ausbau, oder besser gesagt nicht Ausbau. Hier ist eine Halterung, nämlich nur von den Leitungen von der Flügelpumpe. Hier ist die Schlüsselweite 10er Schraube und die kann man gleich rausdrehen und dann hat man schon mal die Leitung komplett abgenommen. Und dann müssen wir eigentlich nur noch die Flügelpumpe abschrauben. Das ist einmal hier oben eine Schraube, das müsste Schlüsselweite 13 sein. Und hier unten drunter, da sieht man auch gerade noch so hin, ist noch eine Schraube hier, diese nämlich hier, direkt an der Ölwanne. Und dann müssten wir eigentlich die Flügelpumpe komplett abnehmen können. Jetzt bauen wir die obere Schraube noch raus. Die untere haben wir jetzt schon ausgebaut. Die lässt sich auch schön leicht rausdrehen. Mal sehen, wie lang die ist, ob die komplett bis unten durchgeht. Ja, das ist eine lange. Und jetzt mal versuchen, ob man die Flügelpumpe mit ein bisschen Drehenbewegung wegbekommt. Ansonsten braucht man einen Hebel. Ja, wir kriegen die Flügelpumpe noch nicht runter, weil da oben, jetzt sieht man, es bewegt sich, nämlich noch eine Schraube sitzt, die man erst gar nicht gesehen hat, solange der Riemen noch drauf war. Jetzt, wo der Riemen unten ist, sieht man sie ganz gut. So, die ziehen wir jetzt auch komplett raus und dann müsste die Pumpe sich frei bewegen lassen. Man muss auch nichts weiter abschrauben, das heißt, die kann man einfach so hängen lassen im Motorraum. Hauptsache, man kann sie von der Ölwanne ein klein wenig wegschieben. Die Flügelpumpe lässt sich jetzt wunderbar wegnehmen, wenn man auch die Oberschraube auch draußen hat. Ja, und jetzt, genau, das reicht. Man sieht jetzt, die ist jetzt weit weg von der Ölwanne und die Leitung und so weiter können alle angeschlossen bleiben. So passt das. Ja, wir können jetzt eigentlich auch gleich weitermachen mit dem Abschrauben der Motorlager. Hier sieht man es eigentlich ganz gut hier. Das heißt, das ist Schlüsselweite 16. Unten bauen wir die beiden Motoren komplett raus, auf beiden Seiten. Einmal hier und einmal da drüben. Und oben, wie gesagt, haben wir es eigentlich nur gelockert, dass es ein bisschen Spiel hat. Das reicht. Und die schrauben wir jetzt gleich raus, die zwei. Jetzt können wir den Stecker vom Niveauschalter, vom Ölmesssensor abziehen. Der wird einfach hier seitlich zusammengedrückt. Jetzt so kleine Klammern. Und dann kann man ihn hinterziehen. Und auf der in Fahrtrichtung rechten Seite haben wir noch den Sensor vom Xenonlicht, der steckt hier seitlich am Vorderachsträger dran. Da ist ein bisschen schlechter hinzukommen, da muss man auch versuchen zusammenzudrücken und meistens auch recht viel direkt dran und dann nach hinten rausziehen. Genau, das ist der zweite, weil wenn wir jetzt die Vorderachse dann ablassen, dann kann es sein, dass das Kabel hier etwas zu weit gespannt wird
auseinanderreißen kann. Und gleich als nächstes machen wir auch hier unten die Querlenkerhalter weg von der Karosserie, Schlüsselweite 16, weil eben die Vorderachse jetzt dann auch später gleich runterkommt und dann würde das Ganze hier hängen bleiben. Die Vorderachse würde nicht, der Träger würde nicht weit genug nach unten rutschen können. Einfach lose machen und Schrauben rausziehen und eben hier diese Halter etwas von der Karosserie trennen und dann so hängen lassen. Die Rücklaufleitung können wir jetzt auch gleich von der Ölwanne abschrauben, bevor wir den Vorderachsträger runterlassen. Schlüsselweite 17 und dann mit der Hand weit aufdrehen, bis es ganz hinten ansieht. Sitzt und ich glaube mit etwas ziehen müsste das Ding dann eigentlich rauskommen. Und aufpassen, Öl kommt dann auch gleich raus. Ja, man sieht es hier ganz gut. Ja, kommt so fast gar nichts mehr, ist schon gut abgelaufen, das passt. Und ja, dann, jetzt kommt doch ein bisschen was. Gut, dass wir es drunter gestellt haben. Und jetzt können wir eigentlich auch gleich als nächstes den Deckel hier wegnehmen. Das sind Schlüsselweite 10er, 6 Stück. Und bei dem Deckel auch wieder den Gummiring wieder erneuern beim Einbau später. So, da kommt jetzt schon jede Menge Öl raus. Dann haben wir noch eine Schraube. Und dann den Deckel gleich festhalten. Ja. Dann kann man den herausnehmen hier. Ja, genau. Darum geht es nämlich, dieses Ding stört nicht am Rausnehmen. Wenn man es nämlich nicht ausbauen würde, hätte man ein Problem, die Ölwanne so nach unten direkt senkrecht rauszuziehen. Und jetzt sind wir schon fast so weit, dass wir die Vorderachsträger herunterlassen können. Jetzt wird gerade hier noch auf beiden Seiten die Stabi-Halterung abmontiert. Das sind jeweils nur zwei Muttern, Schlüsselweite 13. Das ist Vati von rechts hier. Das sind wir schon weg. Und man sieht, das Ding kommt davon runter. Somit haben wir jetzt ein bisschen Spiel. Das heißt, wenn wir jetzt die Vorderachse runterlassen, stört uns die Achse nicht beim Runterkippen. Und man hier auch schon sieht, man hat hier genug Platz vom Stabi zur Ölwanne, dass wir dann auch die Ölwanne nach unten abnehmen können. Der Vorderachsträger wird jetzt abmontiert. Es sind nur zwei Schrauben pro Seite. Schlüsselweite 18. Hier sieht man die hintere Schraube, wie sie gerade rausgedreht wird. Die Vordere ist schon draußen und auf der rechten Seite ist es genau das gleiche. Auf der Seite hier und dahinter. Und wir haben uns vorher schon mal hier eine Vorrichtung hingestellt, dass da nicht die Achse gleich in einem Stück runterkommt, wenn wir jetzt die letzte Schraube rausdrehen. Wir werden nämlich dann die Achse schön langsam herunterlassen. Die letzte jetzt. Und jetzt einfach mal ein bisschen dran runterdrehen. So. Wie man sieht, kommt auch schon, ja, genau, das Lenkertippe kommt auch einem entgegen. Schön langsam weiterlassen. So ungefähr 10 cm sagt BMW. Dazu fehlt noch ein klein wenig was. Man sieht also, hier drüben bleiben die Motorhalter auch hängen. Der Motor hängt jetzt also frei in der Luft an der Brücke. Das bleibt jetzt alles so in der Position. Und wenn man dann, ja, genau so passt, genau so lassen wir hängen. Jetzt sieht man auch schön, dass man zum Lenketiefer hin schön Platz hat, von der Ölwanne her gesehen. Und jetzt kommen wir auch schön an die ganzen Schrauben hier ran. Auf der Auspuffseite, auf der Einlassseite kommt man im Hinterbereich schön hin. Da stören hier noch ein bisschen die Schläuche von der Servolenkung, kommt man da auch vorbei. Die kann man auf die Seite schieben. Und wir können beginnen mit dem Ausbau der einzelnen Schrauben von der Ölwanne. Ein ganz wichtiger Punkt sind noch die Schrauben, die am Getriebe dran sind. Das sind die hier, also einmal hier unten die kleinere, dann die hier und hier oben noch eine. Das müsste auch noch zur Ölwanne, ja doch, das gehört auch noch zur Ölwanne dazu. Und die darf man also auch nicht vergessen, die müssen auch raus und man hat hier auch hier drunter noch ein paar Schrauben von der Ölwanne im unteren Bereich, die etwas versteckt sind, nämlich hier in diesen Löchern hier. Die sieht man auch relativ schlecht mit dem Licht, was wir jetzt hier haben. Aber genau dahinter sind im Endeffekt auch noch ein paar Schrauben versteckt und eben auch hier seitlich. Das muss alles runter ist.
Beim Abnehmen der Ölwanne haben wir jetzt noch hier das Lenkgetriebe komplett aus der Verzahnung herausgenommen. Sonst würde der Platz nämlich nicht ganz ausreichen. Es rutscht aber mehr oder weniger fast von alleine raus. Ansonsten hier einfach an der Kante unten mit einem flachen Schraubenzieher ein bisschen nach oben hebeln. Die kann jetzt so hängen bleiben, die stört uns hier auch nicht mehr. Vorher hätte sie nämlich hier in dem Bereich an der Ölwanne ein bisschen gestört beim Ausbauen. Und dann fängt man an, die Ölwanne im hinteren Bereich etwas nach vorne zu drücken, weil nämlich hier diese Kante etwas stört, hier. Also ein klein wenig nach vorne, und dann kann man die im hinteren Bereich nach unten herunterziehen. Und dann ist eigentlich nur noch die Ölpumpe hier vorne, die ein klein wenig stören kann. Aber das werden wir jetzt gleich mit etwas runterdrücken vom Vorderachsträger die Stelle sozusagen überwinden. Und dann können wir die Ölwanne komplett nach unten rausziehen. Die Ölwanne haben wir jetzt komplett draußen. Das haben wir natürlich mit zu zweit gemacht. Einer hat ein bisschen die Vorderachse runtergedrückt und die Scharke hat die Ölwanne nach hinten rausziehen können. Und das Ganze sieht jetzt auch hier so aus. Man hat jetzt wirklich richtig viel Platz zum Arbeiten, sodass die Vorderachse schön weit unterhalb des Motors liegt. Und uns stört jetzt noch die Ölpumpe. Die werden wir jetzt einfach abbauen, vorne die Kette runter. Und auf der Seite ist dieses Ölrohr hier festgeschraubt. Man sieht es besser, die hintere Seite von der Verschraubung, die ist hier. Das ist einfach Schlüsselweite 10, die Schraube rausziehen. Und los geht's im vorderen Bereich mit dem Abbau des Kettenrades und dann das Runterdrehen der Ölpumpe. Zuerst machen wir jetzt das Kettenrad lose. Dabei ist es ganz wichtig, es ist ein Linksgewinde, also so, als ob ich das die Mutter festziehen würde. So geht die Mutter auf. Also ganz wichtig, nicht in die falsche Richtung drehen. Dann können wir die Mutter runterziehen. Und ja, dann müsste man eigentlich mit ein bisschen Bewegung das Kettenrad auch, ja doch, sogar ganz einfach rausnehmen können. Die Kette können wir dann einfach nach unten hängen lassen. Und dann haben wir eigentlich nur noch drei Imbusschrauben. Nämlich hier oben, dahinter, ein bisschen schwer verdeckt zu sehen. Und eben die am besten zugänglich hier gleich neben dem Sieb von Ölpumpe. Und eben, wie gesagt, hier hinten noch die eine Schraube, die wir rausziehen müssen von dem Ölrohr. Das machen wir jetzt auch als erstes gleich raus, damit wir danach später die Pumpe gleich in einem Stück rausnehmen können. Was wir dann immer machen bei solchen Sachen, wir machen auf jeden Fall beim Einbau von so kleinen Schrauben, wie jetzt diesem Ölrohr, immer so ein Sicherungsmittel drauf, damit sich die möglichst nicht unterm Fahren lose rütteln können, die kleinen Schrauben. Und bei den Imbusschrauben da oben muss man es nicht machen, die haben genug Drehmoment drauf, aber zumindest bei diesen hier da hinten. Eine Schraube befindet sich auch noch weiter vorne, genau zwischen Ölpumpe und dem Ende des Ansaugrohres hier. Das ist genau das gleiche, drehen wir jetzt auch gleich mal raus. Gut, jetzt können wir auch gleich die zweite Schraube rausziehen. Und wahrscheinlich das Rohr, das kann man gleich mit rausnehmen. Da kommt ein bisschen Öl wieder raus hier. Und jetzt können wir auch die Ölpumpe komplett abmontieren. Das sind Imbusschrauben. Drei Stück sind es auch bloß. Und nur aufpassen, wenn man die letzte rausnimmt, dann fällt die Ölpumpe auch gleich runter. Alle Schrauben sind jetzt draußen und jetzt ein bisschen Bewegung in die Ölpumpe reinbekommen. Und das kann man dann mit dem Rohr hinten, das dann festgeschraubt ist, nach vorne oder nach hinten rausziehen. Und jetzt sieht man, hat man an alle Pleuel, an alle Lager wunderbar Platz zum Arbeiten. Und es kann schon beginnen mit dem Ausbau des ersten Pleuellagers. Hier werden wir hier vorne an der Kurbelwelle eine 32er Nuss ansetzen mit einer Ratsche, dass wir uns dann die Kurbelwelle immer so hindrehen können, wie wir sie gerade brauchen. Die Kurbelwelle haben wir uns jetzt so weit zurechtgedreht, dass wir hinten am sechsten Zylinder anfangen können, das untere Pleuellager auszubauen. Also den Unterteil des kompletten Pleuels. Dazu einfach fest einen langen Hebel drehen, bis es endlich locker wird. Einfach ein klein wenig lösen, beide Schrauben. Genau, kommt schon.
So, und jetzt ganz wichtig dabei, wenn wir die Schrauben rausdrehen, das Unterteil des Pleuels festhalten, dass es nicht am Boden fallen kann. Dann da darf wirklich nichts schief gehen. Man müsste nämlich sonst den kompletten Pleuel tauschen, weil die gecrackt sind und es würde also kein Unterteil zum anderen passen. Deshalb wirklich aufpassen und mit beiden Händen arbeiten, gleich festhalten und schauen, ob sich das Lager dann auch gleich löst oder mit ein bisschen klopfen seitlich das Lager herausnehmen. So, jetzt ein bisschen vorsichtig an einer Seite ein bisschen klopfen. Und jetzt können wir das Lager abnehmen. So, und dann können wir jetzt gleich den Kolben mit dem Pleuel nach oben schieben und dann von der unteren Seite das obere Lager auch rausnehmen. Nur nicht zu weit hochschieben, ganz wichtig. Nur gerade, dass man so über die Kuppelwelle drüber kommt und dann nach unten einfach ein bisschen runterfallen. Man hat es gehört, es ist schon unten angekommen. Jetzt müssen wir bloß von der anderen Seite weiter filmen. Jetzt sieht man hier nichts mehr. So, von der Seite sieht man es jetzt mal besser, was wir machen. Nämlich das Oberteil vom Pleuel hängt jetzt noch auf der Kuppelwelle. Jetzt ein klein wenig nach oben schieben, so dass sie also etwas über der Höhe von der Kuppelwelle ist. Und dann kann man den Pleuel nach unten in die freie Lücke runter bewegen. Nämlich ist er jetzt hier unten angekommen und da sieht man auch schön das Lager noch, wie es drin ist. Und jetzt können wir auch gleich anfangen, beide Lager auszubauen, am oberen und am unteren Pleuelende. So sieht jetzt das untere Teil aus. Das sieht eigentlich von der Abnutzung her recht schön gleichmäßig aus, also keine irgendwelche auffälligen Spuren. Und jetzt können wir es eigentlich auch gleich rausnehmen. Dazu einfach auf einer Seite, am besten da, wo die freie Seite ist, wo nicht diese Nut ist. Auf der anderen Seite ist nämlich so eine kleine Nut hier. Da wird es ein bisschen schlecht. Nach unten drücken, genau. Und dann kann man das Lager rausnehmen. Dann muss man auch gleich das Lager schön sauber machen, dass man das neue Lager einsetzen kann. Und das gleiche machen wir jetzt auch auf der Oberseite vom Pleuel. Und wie man hier sieht, das Lager selber ist eigentlich wirklich vom Zustand her gut. Also ist noch nicht so gewesen, dass man jetzt wirklich am Verschleißende wäre. Bin mal gespannt, wie das obere Lager ausschaut, wenn wir jetzt gleich ausbauen. Und jetzt probieren wir das gleiche auf der Oberseite. Wieder an der Stelle, wo nicht die Nut ist, ein bisschen nach unten drücken mit der Hand. Wie gesagt, wenn es zu fest drin ist, dann kann man natürlich auch einen flachen Schraubenzieher zu verwenden nehmen, aber wie man hört, es fällt sogar schon runter. Und jetzt haben wir es noch nicht gereinigt. Man sieht aber jetzt schon hier außen auf der linken Seite doch ein paar schöne Abnutzungsspuren. Also das heißt, hier ist es doch ganz gut. Dieses Lager nimmt nämlich auch mehr Kräfte auf wie das untere. Ist doch ganz gut, dass wir die Lager jetzt schon mal vorsichtshalber tauschen. Das sind jetzt die neuen Lager, die wir verbauen. Man sieht, es sind unterschiedliche Teilnummern. Das wäre jetzt die obere Version mit einer blauen Markierung, man sieht sie hier unten, hier seitlich. Und auf der anderen Seite haben wir die Markierung hier auch seitlich in Rot, das ist dann die untere und auch eine Teilnummer dazu. Bei den alten Lagern waren es tatsächlich noch oben und unten die gleichen Lager, also hat das BMW in der Zwischenzeit nochmal geändert. Und ganz wichtig eben, blau auf der Oberseite, rot auf der Unterseite, nicht vertauschen. Und natürlich hier zwei neue Pleuelschrauben. Und wir werden jetzt als allererstes mal noch das Pleuel-Lagerspiel prüfen. Dazu werden wir die beiden Lagerschalen jetzt mal komplett ohne Öl einsetzen und einfach auf dem ersten Anzug mal festziehen, damit wir das Pleuel-Lagerspiel ermitteln können. Jetzt nehmen wir das untere Lager her, die 439, und setzen sie komplett ölfrei ins untere Teil vom Pleuel ein. Ganz wichtig hier die Markierung, also nicht Markierung, das ist eigentlich diese Nase, diese Ausbuchtung, die müssen übereinstimmen, hier an der Seite, auf der anderen Seite gibt es sowas nicht. Und dann mit der Hand reindrücken, so dass es auf beiden Seiten schön bündig abschließt. Man kann es ein bisschen ausrichten und mit der Hand hin und her drehen, dass es eben schön gleichmäßig ist, nicht irgendwie auf einer Seite hoch steht. Und man sieht hier nochmal schön die gecrackten Pleuel, das heißt, die sind nicht ganz glatt wie bei anderen Motoren, sondern die sind wirklich gebrochen. Deswegen aufpassen auf die Unterseite, die passt wirklich nur zur dementsprechenden Oberseite dazu. Und das gleiche machen wir jetzt an der Oberseite, auch mit dem oberen Lager trocken einsetzen
und dann festziehen. Vorher werden wir aber noch eine Plastikgage, heißt es, oder Plastikgage, oder wie man das nennen will, aufsetzen. So eine kleine, dünne Faden ist es, und an der Markierung können wir dann nachmessen, wie viel das Lagerspiel beträgt. Dieses Lager setzen wir jetzt einfach nur zum Prüfen des Pleuel-Lagerspiels auch wieder komplett ohne Öl oben ein. Das heißt, die Unterseite wird sowieso nie eingeölt, auch wenn man das Lagerspiel nicht prüfen würde, sondern immer nur die Gleitseite auf der Kuppelwelle würde man später dann vor einölen. Das lassen wir im ersten Schritt einfach mal weg. So, man sieht, es ist jetzt drin, auch wieder Nase auf Nase. Und jetzt ist ganz wichtig, müssen wir auch die Kuppelwelle noch komplett vom Öl befreien. Das heißt, die Kuppelwelle muss komplett ölfrei sein, um das Spiel zu ermitteln. Und wenn das komplett ölfrei ist, dann setzen wir die beiden Lagerhälften aufeinander. So, jetzt können wir das obere Teil des Pleuels wieder über die Kuppelwelle rüberziehen. Dazu einfach wieder runterziehen, bis es wirklich auf der Kuppelwelle ansteht. Aber noch einmal um zu viel Spiel, sieht man hier, ist sie noch nicht richtig drin. Wirklich komplett ausrichten, dass sie wirklich komplett drauf sitzt. Und auch wirklich, man hört es dann auch. Ja, genau, jetzt sieht man es, jetzt sieht sie richtig schön auf, sieht man auch das Lager an der richtigen Stelle, oben und unten. Das passt. Das ist jetzt dieser kleine Messfaden, den wir unterm Lagerdeckel jetzt einfach mal draufgelegt haben, damit wir den jetzt gleich zusammen montieren können. Und hier oben haben wir dann die dementsprechende Skala dafür, wo man dann also den Wert ablesen kann, sobald das Teil auseinandergedrückt worden ist. Der Wert muss laut BMW zwischen 0,03 und 0,07 mm betragen. Also hier oben sieht man die Breite, wenn das kleine Kunststofffädchen dann auseinandergedrückt ist, kann man dann genau erkennen, wie hoch das Pleuel-Lagerspiel ist. Das sind jetzt die Anzugsdrehmomente, die vom BMW vorgeschrieben sind. Der erste Durchgang ist nur 5 Newtonmeter festziehen, dann danach 30 Newtonmeter und das dritte Mal ist es der Drehwinkel mit 105 Grad. Und das Ganze muss aber dreimal gemacht werden, also immer wieder zweimal aufmachen und dann nochmal die gleiche Arbeit beginnen, dass es insgesamt dreimal durchgezogen wird, dieser Arbeitsschritt. Der Lagerdeckel ist jetzt drauf mit unserem kleinen Messstreifen und wir fangen mit 5 Newtonmeter ersten Anzug an. Das ist nur ganz wenig. Ganz wichtig ist dabei also auch den Lagerdeckel so aufsetzen, dass auch wieder die Nut auf der Nut sitzt. Also die obere Nut muss übereinstimmen mit der unteren Nut und die beiden Nuten schauen immer Richtung Auspuffseite. Zeigen wir beim anderen Lagerdeckel nochmal komplett ohne die Messstreifen. Jetzt kommt 30 Newtonmeter. Das ist auch noch relativ einfach. Und dann kommt der Drehwinkel mit 105 Grad. So, und jetzt mir meine Drehwinkelaufsatz hernehmen und den letzten Anzug im ersten Durchgang machen. So, der letzte Durchgang ist jetzt 105 Grad Drehwinkel. Dazu setzen wir uns hier die Scheibe drauf und versuchen es mit 105 Grad anzuziehen. So, das passt. Das gleiche auf der oberen Seite auch nochmal. Gut, Oberseite noch. So, passt auch. Jetzt müssen wir den Lagerdeckel wieder runternehmen, um das Lagerspiel ablesen zu können. Dabei eben auch wieder aufpassen, Lagerdeckel nicht fallen lassen. Und das ist jetzt zugleich auch schon der erste Durchgang vom Festziehen der Pleuelschrauben. Und jetzt müssen wir gleich den Faden anschauen, ob der an der Kuppelwelle oben hängt oder unten im Lager. Und anhand der Breite können wir jetzt das Lagerspiel ermitteln. Da haben wir schon, Vorsicht, ich sehe, der liegt unten im Lager drin, kannst du es runternehmen? Ja. Genau, und dann schauen wir es gleich an. Unser Lagerspiel können wir jetzt hier ablesen, allerdings hat sich hier in der Mitte etwas eingeschlichen, und zwar war in der Mitte genau die Ölbogen von der Kuppelwelle. Das spielt aber keine Rolle, wir können es hier am unteren und am oberen Ende schön ablesen. Dazu nehmen wir jetzt unsere Messlehre hier und schauen wir mal, wie breit dieser Streifen hier ist ungefähr. Ja, das, die Breite ist ungefähr
0,51. 0,51, genau, in diese Richtung. Also das andere, der weiße wäre zu wenig, es wäre 0,76, das ist auf jeden Fall nicht, der ist zu schmal. Der nächste daneben liegende liegt bei 0,051 und der nächste wird dann wieder bei 0,038, wäre das, glaube ich, oder 0,025, der ganz 25. große. Das ist auf jeden Fall nicht, so breit ist er nicht, sondern er ist eigentlich mehr in Richtung 0,051. Damit liegt er genau im Soll zwischen 0,03 und 0,07 mm. Hier sieht man nochmal den alten Abdruck von dem Messstreifen, der war nämlich genau hier drüber über dem Loch von der Kurbelwelle. Deswegen kann man jetzt das Lagerspiel nur rechts und links ermitteln. Spielt aber keine Rolle, damit hat man auch die Sicherheit, dass es exakt passt. So, den Lagerdeckel haben wir jetzt wieder unten und jetzt müssen wir natürlich die Kurbelwelle richtig schön einölen. Dazu einfach ein bisschen Öl von oben herunterlaufen lassen, dass alles schön geschmiert wird mit Öl. Auch am Lagerdeckel selber oben ein bisschen Öl verteilen, ruhig noch mal ein bisschen Öl rauflassen. Genau, dass es auf beiden Seiten schön herunterläuft. Und jetzt eben ganz wichtig, hier nochmal gut zu sehen, die Markierung, also besser gesagt diese Ausbuchtung hier vom Lagerdeckel, die ist jetzt hier unten, die muss jetzt auch übereinstimmen mit dem Lagerdeckel von der unteren Seite und die auch vorher schön einölen. Und jetzt muss Ausbuchtung auf Ausbuchtung übereinander gesteckt werden. Dazu müssen wir aber vorher noch die Kurbelwelle wieder über den Pleuel über die Kurbelwelle rüberziehen. Hier ist jetzt also auch die andere Ausbuchtung gut zu sehen. Die kommt jetzt genau drüber halb über die andere Ausbuchtung. Wir haben jetzt schon den Pleuel wieder an die richtigen Stelle gesetzt, also über der Kurbelwelle. Und dann die gleichen Schrauben, ganz wichtig, wiederverwenden, die wir gerade zum Pleuellagerspielmessen hergenommen haben. Weil die müssen jetzt noch insgesamt zweimal noch festgezogen werden mit den gleichen Durchgängen. Erst dann ist das richtige Drehmoment erreicht. Und man hat das erste Pleuel, die ersten Pleuellager komplett getauscht. Falls man Probleme haben sollte mit dem Herunterbekommen des Messstreifens vom Lager, klein wenig Bremsenreiniger reicht und das Ding löst sich von selber auf und danach aber nochmal kurz alles schön sauber machen, weil der geht teilweise ein bisschen schlecht runter, der Messstreifen. So, jetzt wieder der erste Durchgang mit 5 Newtonmeter, wie vorher schon. Das nur, man sieht, wie es leicht nach oben gezogen wird, an die richtige Position. Das ist nur, dass alle Fugen schön ineinander gedrückt werden. Zweiter Durchgang wieder 30 Newtonmeter. Und der letzte Durchgang wieder 105 Grad Drehwinkel. So, wir haben hier wieder den zweiten Durchgang mit 105 Grad Drehwinkel festgezogen. Und jetzt werden die Schrauben nochmal gelockert und das gleiche Spiel beginnt nochmal. Letztes Mal lockern, einfach ungefähr eine halbe Umdrehung weiter aufmachen. Genau wie jetzt. Jetzt lässt sich das schön bewegen, die Schraube. Das reicht und gleich geht es wieder los mit 5 Newtonmeter, 30 Newtonmeter und der allerletzte Durchgang 105 Grad Drehwinkel. Das ist jetzt unser Ergebnis vom Wechsel der Pleuellagerschalen. Wie man sieht, immer die oberen, also jetzt immer sozusagen die rechten, sind natürlich mehr abgenutzt als die unteren. Und man sieht auch hier und da auch schon die Kupferschichten ein bisschen durchscheinen. Allerdings, es ist alles noch im Rahmen, also rechtzeitig gewechselt. Und das also nur mal als kleine Anmerkung, wenn man so ein Auto hat, wirklich nicht sparen, sondern vorher wechseln. Wir empfehlen halt immer spätestens, je nach sportlicher Fahrweise, spätestens nach 70.000 Kilometer. Dieses Auto hat jetzt 87.000 gelaufen, hat die ersten Lagerschalen noch gehabt. Und wie man sieht, hier und da ist doch schon ein bisschen Verschleiß zu sehen. Wir befinden uns jetzt wieder im Zusammenbau des Motors. Da haben wir jetzt zuerst mal die Ölpumpe vorne wieder montiert mit den drei Imbusschrauben. Ganz wichtig gleich beim Montieren, die Kette gleich über die Stelle legen, wo später dann das Zahnrad kommt, weil die Kette kann man halt nicht mehr so weit genug nach vorne bewegen, dass es im Nachhinein noch drüber passt. Also gleich in dieser Position einbauen und dann kann man auch gleich das Ölrohr, das Ansaugrohr wieder einhängen. Dabei ganz wichtig hier oben den O-Ring nicht vergessen, der vorne ist, dieser Gummiring. Und dann wird dieses Rohr uns an zwei Stellen wieder festgemacht mit den Schrauben und diese streichen wir vorher noch mit etwas Schraubensicherung ein. Das machen wir jetzt gleich hier. Jetzt war hier ein bisschen was drauf. Und dann kommt
die Schraube einmal hinten, einmal vorne jeweils eine Schraube dran. Und auch ganz wichtig noch, wenn man die Ölpumpe hier montiert, an den Auflagestellen zum Motor hin, die Ölpumpe vorher, das Öl wegwischen, genauso am Motorblock, dass da nicht irgendwie Öl beim Festziehen dazwischen sein kann, dass also wirklich saubere Anlageflächen vorhanden sind. Genau, und jetzt haben wir schon die hintere drin und dann haben wir noch hier vorne eine Schraube. Und dann ist die Ölleitung, Ansaugleitung auch schon montiert. Ja, und danach kommt noch ein ganz wichtiger Schritt, was man nämlich hier super gut sehen kann, momentan sogar hier, ist nämlich, ja, an der Stelle läuft schon ein bisschen Öl raus, nämlich hier an diesen Fugen, also auch vorne hin zum Räderkasten, an beiden Seiten werden wir dann etwas 3-Bond-Dichtmasse wieder auftragen, auch hier oben an der Stelle. Und das gleiche auch im hinteren Bereich, nämlich zum Getriebe hinter sind da Übergänge zu den hinteren Deckeln. Da werden wir ein bisschen Dichtmasse auftragen in der Position und gegenüber an der Position ungefähr. Und dann erst werden wir die Ölwanddichtung aufsetzen und die Ölwanne wieder komplett montieren. Also ganz wichtig, diese Stellen mit 3-Bond-Dichtmasse vorher bestreichen. Und dann kann der Motor auch schon zusammengebaut werden. Die Ölwanddichtung haben wir jetzt schon mal auf die Ölwanne draufgelegt hier, die neue. Und wir werden jetzt auch gleich hier den Gummiring austauschen vom Rohr, vom Ölmessstab. Dann machen wir gleich einen neuen rein. Und über diesen Gummiring kommt erst noch so eine kleine Metallplatte drüber. Den können wir jetzt schon reinlegen oder erst später, wenn wir die Ölwanne richtig schon positioniert haben. Weil nicht, dass er einem rausfällt, aber wir müssen sowieso jetzt aufpassen. Der Ölmessstab muss jetzt ziemlich gleichzeitig eingeführt werden mit dem Heraufsetzen der Ölwanne. Also ermöglicht beides auf einmal. Kleiner Tipp noch beim Ölwanne einbauen. Wir machen die mal mit ganz kleinen Kabelbindern ein bisschen fest, sodass wir die dann später von nach außen hin wieder einfach abzwicken können. Weil wenn man die jetzt nicht festmacht, verrutscht die einem andauernd, wenn die nicht geklebt ist wie in dem Fall. Also nur ein kleiner Tipp noch nebenher. Die Kabelbinde haben wir jetzt vorher nochmal alle rausgezogen natürlich, bevor wir jetzt die Schrauben richtig anziehen können. Und wir starten jetzt mit dem Festziehen der Schrauben von der Mitte ausgehend und gehen dann nach außen hin, der Reihe nach vor, sodass die Ölwanne sich mittig zuerst festziehen lässt und dann stückchenweise nach außen hin festgezogen wird. Das ist mir ganz wichtig, dass man gerade so Aluminiumsachen und so weiter beim Festziehen immer von innen nach außen sich vorarbeitet. Ja, und dann kann man euch auch schon beginnen mit dem Rest zusammenbauen. Wie gesagt, hier oben sieht man das Ölmessrohr, das haben wir schon einigermaßen beim Montieren fest reingeschoben dabei. Die Steckverbindung und so weiter alles zusammenbauen. Naja, und genauso wie wir es eben vorher ausgebaut haben, kommt jetzt der Rückbau wieder zum Komplettieren des Motors. Wir sind eigentlich schon wieder komplett im Zusammenbau. Ölwanne haben wir vorher schon montiert und die Vorderachse haben wir jetzt auch schon wieder an die Karosserie geschraubt. Dabei ist ganz wichtig, dass man zeitgleich auch die Lenkspindel mit zusammenführt. Und zwar, die haben wir hier hinten sitzen. Da ist die Lenkspindel zu sehen. In dem Bereich hier ist das untere Teil auch von der Lenkspindel zu sehen. Ja, hier. Und man muss bei dem Fahrzeug auch an der Vorderachse keine Spurüberprüfung nachher machen, weil im hinteren Bereich hat der zwei Zapfen, nämlich hier, das ist natürlich jetzt schon eingerückt in die Karosserie und auf der anderen Seite auch, deshalb kann man da auch nichts falsch machen, also die Spur kann man jetzt nicht verstellen, wenn man die Vorderachse drunten gehabt hat, nicht wie bei anderen Fahrzeugen. Und ganz wichtig ist jetzt eben unsere Schraube, die hast du ja schon ja. In der Hand, das ist die mit der oben mit dieser Beschichtung, mit dieser Sicherung. Ja. Und die können wir jetzt auch gleich wunderbar hier noch einsetzen, solange die Querlenker noch nicht festgemacht sind. Ich muss nur schauen, dass man das irgendwie ja, ein bisschen sieht. Ja, das sieht man schon. Also die auf jeden Fall erneuern. Einfach aus Sicherheitsgründen, dass sie sich nicht lockern kann. Die Querlenker haben wir jetzt wieder an der Karosserie befestigt und jetzt können wir auch gleich die Versteifungsplatte festmachen. Und da, wie schon am Anfang gesagt, muss man die Schrauben alle erneuern, 8 Stück. Und die werden jetzt in 2 Durchgängen festgezogen. Erster Durchgang mit 59 Newtonmeter. Und
Zweiter Durchgang ist dann wieder Drehwinkel, und zwar diesmal wieder 90 Grad Drehwinkel. Genau, da hinten haben wir noch vier Stück. Seitlich, ja, genau. Das sind vier. Und schön langsam kommen dem Ende entgegen. Nicht vergessen auch die Motorlager festmachen, auch von oben her. Hinten haben wir es ja schon festgezogen. Die finden Sie hier oben drüber. Die oberen können wir dann später gleich festmachen, wenn wir das Auto runterlassen. So, da haben wir noch die zwei. Und dann kommt eben noch der 90 Grad Drehwinkel. Für den 90 Grad Winkel reicht es eigentlich nur, einmal schräg zur Fahrtrichtung und dann in Richtung Fahrtrichtung zu drehen. Das entspricht 90 Grad, da muss man gar nicht viel weitermachen. Ölmessstab ist wieder eingesetzt und mit der Motor festgezogen. Drüber der Rücklaufschlauch ist vorher schon eingesetzt worden, das haben wir schon vorher erledigt. Dann diese Halterung von dem Kabelschacht haben wir hier wieder eingeklipst. Und jetzt können wir auch das Motoröl wieder auffüllen. Die oberen Lager haben auch festgezogen von der Oberseite. So, und du schüttest schon mal das Öl rein, ja. 10W60. Es dürften jetzt, dadurch, dass die Ölwanne komplett draußen war, locker 6 Liter reingehen. Normalerweise würden 5,5 Liter beim normalen Ölwechsel reichen. Ja, und damit wird dann als nächstes dann gleich der Start des Motors dran sein. Und was natürlich danach ganz wichtig ist, den Motor circa 2000 Kilometer wie ein Neumotor vorsichtig einfahren mit langsam steigender Drehzahl. Also Dauerdrehzahl mag am Anfang vielleicht um die 3000 sowas behalten und dann langsam steigern und eben nach spätestens 2000 Kilometer nochmal einen Ölwechsel machen. Unser Motor ist wieder komplett zusammengebaut. Jetzt kommt natürlich noch der Test, ob auch alles funktioniert. Dazu lassen wir einfach den Motor mal an. Außergewöhnlichen Geräusche. Jetzt einfach nur, wie gesagt, ein paar Kilometer den Motor einfahren und nach spätestens 2000 Kilometer nochmal einen Ölwechsel machen. Und dann ist eigentlich wieder alles so, dass man das Auto auch wieder voll belasten kann. Und nur die Zeit nach den 2000 Kilometern noch ein bisschen vorsichtiger angehen lassen und nicht gleich voll drauf treten, sondern ein paar Kilometer noch fahren und dann wird die Drehzahl wieder steigern.